Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wolf48. Für das nun folgende Video wünsche ich gute Unterhaltung. Moin, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Abonnenten oder auch Nicht-Abonnenten meines Kanals. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video. Ja, Sommerzeit ist auch Bastelzeit, jedenfalls bei mir. Ja, ich habe ja vor einiger Zeit mal gezeigt, wie ich einen Zaun zusammenbaue und den möchte ich jetzt hier installieren an der Brauerei. Vorher muss natürlich abgerissen werden. Dazu ist der alte Zaun Geschichte. So, muss natürlich alles hier abgerissen werden, bevor was Neues entstehen kann. Ne? Ja, natürlich kommt hier der Bagger zum Einsatz. Dann haben wir noch so ein Teil auch weg. So, und als nächstes wird der neue Zaun hier aufgebaut. Das ist immer nicht ganz einfach, hier so auf einer vollgemüllten Anlage etwas Neues hinzusetzen, aber ich habe es gewagt. So, hier kommt jetzt der neue Zaun hin. Mit einem Tor. Das ist erstmal nur eine Hälfte. Ja, ich habe hier den Hin- und Wegkleber von noch genommen und hoffe, dass es so in Ordnung ist. So, will ich jetzt mal hinstellen. So, ein bisschen weiter rüber. Na. Das war zu viel. Ja, schöner Mist. So, bleib stehen, du Mistding. So, hier muss ich ein bisschen überschüssigen Kleber wegstreichen. So, das dürfte so in Ordnung sein. So, und gleich kommt das andere Teilchen noch dran. Mal sehen, wie das aussieht.
muss natürlich noch der Torflügel ran, aber das werde ich noch später machen. Ach ja, was ich noch fragen wollte, ich weiß ja nicht, welche Züge ihr mit Vorliebe auf eurer Anlage fahren lässt. Ja, jeder. Bei mir sind das Lokomotiven, so aussehen aus der Epoche 4, 3, 4 und 5. Hauptsächlich Epoche 4 und 3 und 4. Aber jeder so, wie er mag. Ich mag zum Beispiel keine ICE-Züge. Die werden auf meiner Anlage sowieso nicht viel am Platze sein und nicht passen. Ich habe es lieber alles so ein bisschen älter. So, hier kommt jetzt meine V162 und die spätere Baureihe 217. Diese Lokomotive habe ich jetzt schon 6 Jahre. Also die habe ich angeschafft im Jahr 2017. Das ist eine Lok von Minitrix, eine V162 Nummer 1 und die spätere 217. Angehangen habe ich ein paar Umbauwagen. Das finde ich auch immer schön. Das könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr für Züge magt oder was ihr auf eurer Anlage hauptsächlich fahren lässt. So, und da fährt ihr nun dahin und damit sollte dieses Video auch wiederum beendet werden und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Freunde, jetzt bin ich aber fix und foxy. Das Video hat für meine Verhältnisse schon viel zu lange gedauert. Und deshalb sage ich jetzt tschüss, Ende, bye bye, tschüss, bis zum nächsten Mal.